Hallo, ich bin Mohammed. Ich komme aus Syrien. Ich bin 15 Jahre alt. Wir sind heute hier in Mitteldeutscher Zeitung wegen des Jugendmedientreffs in Halle. Hallo, ich bin die Fatima. Ich bin 18 Jahre alt, komme aus Somalia, bin seit 2 Jahren in Deutschland. Außerdem bin ich OneWall. OneWall ist ein Fernsehsender bei offener Kanal in Magdeburg. Wir machen zusammen Filme, Fragen stellen und Interviews. Ja, hallo, mein Name ist Mustafa, ich komme aus Afghanistan, ich bin seit 2 Jahren in Deutschland und wir sind bei Jugendmedientreffen in Halle. So, bei den Zeitungen gibt es verschiedene Redaktionen und ich bin heute bei den YouTuber. Ja, hallo. Hallo. Was macht ihr heute? Wir haben gestern ein Interview geführt und das schreiben wir jetzt auf und formulieren es richtig. Genau. Und hat euch gefallen? Ja, es war ein sehr cooles Interview. Ja, der junge Mann war sehr interessant und auch sehr nett. Und das Interview jetzt zu schreiben und richtig zu formulieren ist einigermaßen schwer, aber ich hoffe, wir kriegen das noch hin. Ja, wir haben ja Unterstützung hier. Ja, genau. Alle kommen mal vorbei. Ja. Und wie habt ihr den YouTuber gefunden? Wie haben wir den YouTuber gefunden? Jessica hat ihn vorher schon mal kontaktiert und hat uns den dann vorgeschlagen. Und dann haben wir uns mal seinen YouTube-Kanal angeschaut. Sehr interessant. Und wer ist Jessica? Jessica ist unsere Leiterin oder Workshop-Leiterin. Workshop-Leiterin, ja. Sie ist Redakteurin bei der NZ. Ja. Ja. Also, was jetzt noch interessant ist, wie wir vorgehen. Also, wir haben ja das Interview geführt, das haben wir aufgenommen und dann mussten wir da erstmal alles rausschreiben. Und wie heißt das nochmal? Transkriptieren. Transkriptieren. Ein sehr schweres Wort. Ja. Und jetzt haben wir das alles wortwörtlich aufgeschrieben und jetzt müssen wir es natürlich kürzen, weil so lang kann es nicht bleiben. Hier gibt es die schon viel fleißig arbeiten, viel mal gucken, was die machen. Hallo. Hallo. Was macht ihr gerade so? Also wir schreiben gerade einen Text für die Mitteldeutsche Zeitung und da geht es darum, wie die jungen Leute mit den Medien umgehen oder wie sie damit Wissen aneignen. Also warum ihr denn in Zeitungsworkshop eingefällt? Also wir sind in den Zeitungsworkshop gegangen, weil wir beide sind bei einer Schülerzeitung und wir wollen hier einfach mehr Erfahrung sammeln und das ist eigentlich der Punkt. Was habt ihr dazu gelernt? Naja, also bis jetzt haben wir schon Buch bekommen von Tina und von Jessica und der Bericht ist ja noch nicht fertig und am Ende hoffen wir, dass er besser wird, als wenn wir ihn alleine geschrieben hätten. Und am Ende werden wir bestimmt mit viel mehr Wissen auch rausgehen. Schön, macht es euch Spaß? Ja, sehr viel Spaß. Ja. Vielen Dank. So, ich frage euch heute die Redaktionen in dieser Zeitung und wie diese Zeitung funktioniert mit diesen Redaktionen. Dieses Blibber gibt es hier ganz viele unterschiedliche Redaktionen. Und das ist die erste Redaktion und dort arbeiten die fleißigen jungen Menschen über einen Text, über einen YouTuber. Und hier ist auch eine Redaktion. Und hier ist der Chefredakteur, aber leider ist er heute nicht da, weil heute ist Samstag. Das ist die große Raumredaktion. Und so hatten die drei, Mojtaba, Fatima und Mohammed, ein spannendes Wochenende beim Jugendmedientreffen in Halle. Hallo, wir sind heute nochmal wieder da. Heute ist Sonntag und wir treffen uns jetzt. Ein Journalist heißt Frau Quick. Und sie ist da in der Redaktion mit den Schülern, die arbeiten über einen Text. Und es gibt ganz viele unterschiedliche Redaktionen und sie erzählt uns ganz kurz, was sie gemacht haben in diesen 2 Tagen. Was muss ich da
So, hallo Frau Ki. Hallo. Können Sie ein bisschen erzählen, ja, über was ihr gemacht habt in diesen zwei Tagen und ein bisschen vorstellen? Na klar, also ich bin Jessica Quick. Ich arbeite hier bei der Mitteldeutschen Zeitung als Redakteurin und habe diesen Workshop gemacht für die für das Jugendmedientreffen vom Lernplatz zur Zeitungsseite. Da hatten wir ordentlich viel zu tun, weil wir nicht nur die Zeitungsseite gemacht haben oder fast fertig gemacht haben, sondern weil wir auch online eine Themenseite gestaltet haben. Und wir haben dafür verschiedene Texte quasi erstellt. Zum einen haben wir am Freitag schon ein Interview mit einem YouTuber geführt, dem Felix Balinger aus Leipzig. Der ist 21 Jahre alt und verdient mit YouTube quasi sein Geld. Und da haben wir ein Skype-Interview gemacht am Freitagabend. Dann haben wir einen Text über den Nachrichtenkonsum Jugendlicher, weil darum ging es ja in dieser Podiumsdiskussion, die wir am Freitag auch gehört haben. Da haben wir mit der Wissenschaftlerin Patricia Müller nochmal telefoniert und ein paar Nachfragen gestellt. Wir sind noch dabei, eine Umfrage zum Thema neue Medien zu machen. Also was benutzen Jugendliche eigentlich an Apps, an Software, Gimmicks und so weiter und so fort. Und was gibt es für Tipps für ältere Menschen zu dem Thema? Und für die Online-Seite haben wir natürlich über die Jugend, über das Jugendmedientreffen selbst berichtet, haben gestern von der Goldenen Feder berichtet, über die Preisverleihung, wer die Goldene Feder gewonnen hat, eine Fotogalerie dazu erstellt, Videos gemacht, alles quasi für unsere Online-Seite. Und auf der Online-Seite könnt ihr auch noch eine Umfrage zu dem Thema lesen. Und ja, das war eine Menge Arbeit für die knapp drei Tage, die wir jetzt hier in dem Workshop hatten. Dankeschön, Frau Quick. Ja,